Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Socken-Roll-Adventskalender, den man bei DM kaufen kann. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Socken-Roll-Adventskalender, den gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ich habe natürlich die Größe 39 bis 42 gewählt, weil ich habe Größe 41. Er kostet 19,95 und jedes Kläppchen beinhaltet, in jedem Kläppchen ist eine Socke drin. Ich finde das so geil. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, von meiner Mom auch ein Socken-Adventskalender-Geschenk gekriegt und ich habe ihn so hart gefeiert. Ich habe den im höchsten Hochsommer auch noch getragen, also die Socken davon. Ich lieb's. Und ja, hier haben wir dann auch wieder Socken drin. Ich, ja, habe einen ganz anderen Humor. Ich lieb's. Socken-Roll, Socken-Adventskalender, Damen 39 bis 42. Ich glaube, es gibt auch noch einen Männer-Adventskalender davon, von Faszino. Das ist ja die Sockenmarke von DM. 24 Tage voll von den Socken. Ich lieb's. Ne? Ja, so sieht es aus. Ich feiere ihn übrigens auch hart. Ne? Ich hoffe, ihr auch. Und dann klappen wir das Ding einmal zur Seite. Kann man theoretisch auch abmachen. Und so schaut dann der Socken-Adventskalender aus. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und wir starten einfach mal hier mit der Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich euch dazu Werte ausrechnen kann, Leute. Seien wir mal ehrlich. Ne? Wird ein bisschen schwierig. Und hier haben wir das erste Söckchen drin. Und zwar ist es ein Füßling. Ja, qualitativ, ne? Ist es jetzt nicht so die dickste Qualität, aber er ist schon schön. Das ist so Eierschalengelb mit gelben Punkten drauf. Matsche, gelben Punkten. Okay, dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Übrigens, man hat nicht immer in der 1 und danach in der 2 die richtige Socke drin. Es kann auch sein, dass in der 24 dann erst der Pendant dazu kommt. Guck mal, in der 2 haben wir eine generell graue Socke drin enthalten. Ich finde das so toll. Und die haben auch ein tolles Bündchen, ne? Also mag ich gerne. Wie gesagt, ich habe die auch über das ganze Jahr getragen. Ich habe die so hart gefeiert und eben sagte mein Freund mir auch draußen noch, dass er sich gerade Socken bestellt hätte und dann habe ich mich gerade dazu auch entschieden, diesen Adventskalender auszupacken. So, dann gucken wir mal hier in die Nummer 3. Die ist relativ klein. Oh, und sie zerriss den Adventskalender. Ja, das ist eine Farbe. Also tatsächlich sind das gar nicht so weihnachtliche Motive, wie ich mir das erhofft habe, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist so ein wunderschöner senfgelber Füßling. Okay, cool. So, weiter geht es hier mit der Nummer 4 und die habe ich hier. Die mache ich mal auf. Oh, guck mal, jetzt kriegen wir endlich mal ein weihnachtliches Motiv. Das finde ich auch hübsch, guck mal. Ne? Da hast du hier dann einfach so ein bisschen das abgesetzt. Also es fängt an in Eierschalengelb, geht dann weiter in rosarot mit so einem Schneeflockenvieh und hast dann unten einfach eine schwarze Socke als Abschluss. Die mag ich gerne leiden. Das ist bislang so meine hübscheste Socke aus dem Adventskalender. Und ja, dann gucken wir mal, was uns am Tag vor Nikolaus erwartet. Da muss ich dem Nikolaus, dem Weihnachtsmann vielmehr, hier seine Nase eindrücken. Zack. Ach, guck mal. Da haben wir Glück und kriegen direkt danach die zweite Socke dazu. Somit haben wir schon mal ein paar vollständig. Das finde ich, ne, schon mal schön. Da haben wir am 5. Dezember das erste Mal gleich angezogene warme Füße. Und jetzt gucken wir mal in den Nikolaus selber hinein, in die Nummer 6. Und da haben wir, oh mein Gott, das finde ich ja cool. Nein! Da haben wir direkt ein komplettes Paar drin. Das sind normale Socken und da haben wir so Zuckerstangen. Und das sind so, rot und weinrot gestreifte Socken. Finde ich auch toll. Da haben wir schon mal unser zweites Paar. Klasse. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir nicht dann in der 6 oder in der 24 ein komplettes Paar Socken drin. Das feiere ich gerade. Weiter geht es nun mit der Nummer 7. Wo ist sie geblieben? Hier oben. Ich feiere den. Ich mag den so gerne. Ich habe zu der Nummer 1 die andere passende Socke mit dabei. Den anderen Füßling. Damit haben wir unser erstes Füßling-Paar komplett. So ein bisschen wie Memory spielen hier, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Bin aber gespannt. Vielleicht kriegen wir hier unsere zweite, genau, die zweite senfgelbe Socke bekommen wir nun als Füßling. Ich finde die super. Also, ne? Dieses Video ist mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Ja, die Nummer 9 macht, dass wir uns weiter freuen. Vielleicht haben wir hier unsere zweite graue Socke, die uns noch fehlt.
Oder es wird eine neue. Nee, guck mal. Da haben wir die graue Socke, die uns fehlte. Oh, ich lieb's. So, jetzt kommen wir wieder in ein ganz neues Game rein, denn wir haben hier keine einzelne Socke auf dem Tisch liegen. Dann öffnen wir mal die 10. Das ist ehrlich gesagt besser gemacht als letztes Jahr, weil da durften wir dann auch teilweise richtig lange auf die andere Socke warten. Oh, so ein Herzchenfüßling. Der ist ja cool. Das mag ich auch gerne leiden. Und weil das halt nicht so mega krass dicke Socken sind, hat man einfach die Möglichkeit, die auch übers ganze Jahr zu tragen. Hier muss ich wirklich sagen, oh, Fazit mal wieder mitten im Adventskalender, finde ich es cool, dass wir halt auch Socken haben, die jetzt nicht unbedingt ein weihnachtliches Motiv haben. Andererseits vermisse ich das ein bisschen. Ne? Wobei, ich habe ja noch die vom letzten Jahr. Da kann ich dann trotzdem noch im Hochsommer mit meinen Pinguinsocken rumlaufen. Ich habe es so geliebt. Ja, jetzt geht's weiter hier mit der Nummer 11. Die haben wir hier unten. Ein Rentier. Oh, die ist ja hübsch. Guck mal, da haben wir hier ein Rentier, also eine schwarze Socke. Da haben wir hier oben ein Rentier. Und dann geht das unten weiter, dass wir da halt dieses Weihnachtsmotiv, also nicht Weihnachtsmotiv, aber Weihnachtsmuster ist es ja quasi, ne, drauf haben. Die finde ich auch wunderschön. Die mag ich gerne leiden. Jetzt gehen wir zur Halbzeit über und die Nummer 12 haben wir hier oben. Das ist auch wieder ein kleines Kläppchen. Ach, guck mal, da kriegen wir direkt unsere zweite Socke, zu der, die wir gerade ausgepackt haben. Aber unsere Herzchensocke wartet immer noch auf ihren Pendant, auf ihr Pendant, keine Ahnung. Die Nummer 13 haben wir hier. Oh, auch das eher so ein Senfgelb, ne? Senfgelb-beige irgendwie. Mal irgendwann, schon Ewigkeiten her, habe ich zu meiner Mom gesagt, als sie wirklich in komplett beige vor mir stand, Mama habe ich noch gesagt, je älter, desto beige. Seitdem macht sie einen großen Bogen um beige. Ja, mag ich aber gerne leiden. Ist jetzt kein wunderschönes Motiv, aber es ist irgendwie fancy. Dann gucken wir mal in die Nummer 14 rein. Die haben wir hier. Da müsste jetzt unsere zweite Herzchensocke drin sein. Oder eine ganz neue. Oh, ach so, das ist ein ganz klassischer schwarzer Füßling. Ja, die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Ist nie weg, so ein Ding. Die Nummer 15 haben wir hier oben. Hier haben wir aber unsere zweite Herzchensocke. Yay! Beziehungsweise unseren zweiten Herzchenfüßling. Weiter geht es mit der Nummer 16. Ja, ich muss mir tatsächlich manchmal noch angucken, bei welcher Nummer ich bin, weil ich mir selber nicht zuhöre. Die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wunderschön, aber hey, es ist mal was anderes. Und zwar ist es so ein Zebra-Print. Irgendwie witzig. Grau-schwarz läuft. Weiter geht es mit der Nummer 17. War ich gerade? Nein. Siehste, Verwirrung ist am Start. Guck mal, hier haben wir dann die zweite, je älter, desto beige Socke. Wobei, das ist eher ein Ocker als ein Beige, ne? Jojo. Weihnachtswoche. Die Nummer 18. Die haben wir hier. Oh, ein neues Motiv. Oh, süß. Guck mal. Das ist so eine richtige Weihnachtssocke, wenn die jetzt noch rot wäre, ne? Und zwar haben wir hier so verliebte Rentiere. Ah, oh, hübsch. Und Herzchen und Pünktchen. Ich find's geil. 19, die haben wir hier. Oh, da kommt schon direkt. Ja, weil wenn die Rentiere so verliebt sind, dann muss man sie auch wieder zusammenbringen, ne? Ich finde das so geil. Oh, ich liebe ihn. Ich brauche das ganze Jahr keine Socken kaufen, weil ich mir solche Adventskalender einfach hole, ne? Scharf. Die 20 haben wir hier. Da haben wir unsere zweite schwarze Füßling-Socke mit drin. Zack. Die Nummer 21, hier oben. Hallo. Oh, hier haben wir mal was Rotes. Und zwar ist es einfach eine klassische rote Socke. Da ist kein Print drauf, ne? Nö. Okay. Das war 21, 22 habe ich hier unten. Hier haben wir unsere zweite Animal Print Füßling Socke, Zebra Print. Die Nummer 23. Da haben wir wieder unsere rote Socke drin. Genau, die fehlte uns ja noch. Jo, hübsch, ne? Kannst du ganzjährig tragen, ist kein Thema. Und in der 24 haben wir dann wahrscheinlich ein weiteres Sockenpaar drin. Oh ja, stelle ich mal kurz zur Seite. Stehen bleiben bitte, danke.
Das ist auch süß. Da hast du Geschenke drauf. Das ist schwarze Socke mit Herzchen und Geschenken. Also, ne? Und dann haben wir hier quasi nicht 24, sondern 26 Sockenpaare drin. Das finde ich cool. Ich hätte nämlich gedacht, dass wir das so wie letztes Jahr haben und halt nicht komplette Paare hier drin haben, sondern dann halt einfach nur 24 Socken, also 12 Paare. Nö, 14. Mega. Habe ich gerade 26 Paare gesagt? Ich bin gerade ein bisschen woanders. Nein, 14 Paar Socken. Und ey, ohne Witz, ne? Ich finde es geil. Ich feiere das hart. Ich liebe Weihnachtssocken. Ich finde es wunderschön. Ich werde das ganzjährig tragen und das ist kein Blödsinn, was ich erzähle. Ich habe euch oft genug in diesem Video, auf diesem Kanal schon meine Socken mal gezeigt und auch im höchsten Hochsommer gezeigt, dass ich Weihnachtssocken trage. Ich bin halt verrückt, aber ich liebe es und ich finde, 1995 lohnt sich für diesen Adventskalender, weil es einfach Spaß macht. Du hast hier, meiner Meinung nach fehlt mir das Grün. Das fehlt wirklich, ne? Weil normalerweise hast du ja, Weihnachten ist ja so Rot, Grün, Gold, das sind so die Farben. Hier haben wir jetzt eher das Senfgelb, was quasi das Gold ersetzt. Rot und Schwarz und Grau. Aber gut, ja, kann man auf jeden Fall tragen. Ich freue mich drüber und ich hoffe, dass euch dieses Video auch vielleicht ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!